Guten Nachmittag, liebe Hackday-Community. Ich freue mich sehr, euch wieder in diesem Grossratssaal begrüßen zu können, nach anderthalb Tagen schwerer Arbeit. Wir werden gleich zu den Ergebnissen kommen. Nach den Ergebnissen dann auch noch einen Ausblick auf kommende Hackdays. Und dann gibt es schon die Schlussworte und am Schluss noch ein Foto und ein Apero dann unten im Foyer. Bei der Präsentation der Ergebnisse gehen wir gleich vor wie bei der Präsentation der Challenge Owner, die gleiche Reihenfolge. Ich werde dann die Gruppen auch wieder ankündigen, damit ihr informiert seid. Wir handhaben das so, dass jede Gruppe geschlossen nach vorne kommt. Diejenigen Personen, die nicht gefilmt werden möchten, sind davon dispensiert. Dann im Grossratssaal spricht man nicht alle Tage, das heißt, wir geben euch 3 Minuten, um diesen Moment zu genießen. Ihr habt rechts wieder einen Timer. Ihr müsst etwas nah an die Mikrofons kommen, damit die Kamera den Ton auch aufnimmt. Ihr müsst euch nicht unbedingt drehen. Ihr habt auch rechts oben noch einen Bildschirm, an dem ihr das Gleiche seht, wie das Publikum dann hinter euch sieht. Genau. Danach gibt es noch Zeit für Fragen. So, dann nach diesem Schlussspurt, den ihr heute Morgen noch geleistet habt, kommen wir bereits zum ersten Team, Datafying Bern, danach dann das zweite Team, Automatisierung von Berichten. Ich schalte um auf die Präsentation. Genau, ihr könnt nach vorne kommen. So. Ihr habt mir gesagt, ihr seid etwas überrascht gewesen. Ihr hättet gedacht, ihr hättet eigentlich ganz cleane Daten. Und dann war es doch etwas überraschend, wie messy die Daten waren. Und das ist doch auch schon eine gute Erkenntnis und eine gute Ausgangslage. Bitte, kommt doch ans Speakerpult. Mehr aber nur Videos, die wir hier zeigen, Live-Demos. Mehr für Live-Videos zeigen, das ist für Demo, was wir machen. Bitte, bin ich reden. Ja, ist es schon wieder. Ach komm, hast du es halt? Ja, ich habe es halt. Das war jetzt schon. Ich auf der Seite. Excuse für die technische Störungen. So. Also, herzlich willkommen beim den ersten Ergebnissen von heute. Wir sind das Team von Datafying Bern und was wir gemacht haben, wir haben das alte Telefonbuch von der Anwohner in Bern haben wir analysiert und haben das dann so aufstrukturiert in einer digitalen Tabelle. Und was wir für Schwierigkeiten hatten, also so ein ideales Beispiel war, wir haben Nachname, Vorname, Berufsbezeichnung und Adresse. Wiederum hatten wir OCR-Fehler, wo beim Übersetzen der Dokumente man gewisse Buchstaben nicht richtig erkennen konnte. Man musste alles manuell anpassen. Und zum Teil jetzt noch so Werbungen gehabt, wie nach dem Sport ein gutes Bier, trink guten Quell. Jetzt kommen wir zu den Resultaten. Und was wir gemacht haben, ist so das Erwartbare. Wir haben die Daten, die ziemlich schmutzig sind, genommen, automatisiert gecheckt. Dann haben die automatischen Algorithmen diverse möglichen Korrekturen vorgeschlagen. Die haben wir von Hand durchgeschaut. Und immer so ein bisschen iterativ zwischen automatischen Checks, Fehlern suchen, manuell durchgehen, mehrere Iterationen. Inzwischen haben wir 20% der Daten, wo wir ziemlich sicher sind, dass sie stimmen. Und bei den anderen 80% wäre es wahrscheinlich noch so ein paar Wochen Aufwand, die hinzukriegen. Es wird nie perfekt sein, aber es ist sicher möglich. Einige Resultate, die wir haben, visualisiert auf der Karte, sehen wir zum Beispiel alle Adressen, die in bestimmten Regionen von Bern vorgekommen sind in einem Jahr. QCAT Pictures. Dann
Häuser, in denen viele Leute gewohnt haben, aggregiert nach Location und Jahr. Heatmap von Population Density, damit wir sehen können, in welchen Gebieten der Stadt Bern mehr oder weniger Menschen gewohnt haben. Und dann natürlich auch Sneaky, filtered by job, Bahnangestellte, SBB-Angestellte in der Stadt Bern 1944. Lenggasse, wie immer, populäres Quartier. Und da man durch Datenkorrelation auch immer schön Menschen nachverfolgen kann, sehen wir hier noch kurz die Reise von Albert Einstein 1904 bis 8 oder so durch Bern. Tada! Vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Ich habe gerade gemerkt, wir haben kein Mikrofon organisiert, aber ich kann ansonsten ein bisschen hin und her rennen zwischen Mikrofon und den Fragenden. Sonst gibt es dann sicher auch noch Zeit beim Apero. Dann kommen wir zur Gruppe 2. Und danach zur Gruppe 3, die dann das Master-Identifizierkart präsentieren wird. Bei Gruppe 2 habe ich vorhin gesehen im Trip, ihr hattet noch einen Internal Server Error zur dümmsten aller Zeiten. Ich hoffe, es funktioniert. Viel Erfolg. Ja, genau, der interne Server Error. Der hat uns zu schaffen gemacht. Wir haben uns um die Automatisierung von Berichten gekümmert. Kannst du mir rasch? Was war unsere Aufgabe? Periodisch-statistische Berichte sollen automatisiert werden. Das heißt, automatische Generieren von dynamischem Text, Tabellen und Grafiken. Wir hatten das Beispiel anhand von der Wohnungspreiserhebung in der Stadt Bern. Was war unsere Ausgangslage? Ein Excel mit Daten und schlussendlich das PDF, das dann auf dem Schirm erscheinen sollte. Was ist der aktuelle Aufwand? Im Moment werden die Daten, die von der Erhebung kommen, in ein Excel eingetragen. Diese wiederum werden in 5 Excel übertragen, in 5 RTF-Files übertragen, Prosa-Text wird in Word aktualisiert. Das Ganze wird dann ins InDesign gebracht, im InDesign wird es gelayoutet, bis dann schlussendlich ein PDF entsteht. Diese Arbeit ist langwierig, fehleranfällig und benötigt viel Zeit. Es ist ein Arbeitsaufwand von circa einem Tag. Unser Ziel war, das Ganze zu automatisieren und zu vereinfachen. Wohnungspreiserhebung 2.0 sieht so aus, wir geben das Ganze im Moment in ein Google Sheet ein, das können wir ändern. Schlussendlich wird eine Webseite aufgerufen, mit 2 Klicks wird das PDF generiert, wenn es funktioniert. Der Zeitaufwand beträgt wenige Minuten, der meiste Aufwand ist beim Eintragen der Daten in das Google Sheet. Wie gesagt, leider kann ich jetzt gerade kein Live-Demo machen, weil wir auf diesem Gerät es nicht installiert haben, der Server gerade den internen Server-Error hat. Wir werden euch aber gerne am Stand unten auf unserem Computer das demonstrieren können, den wir hier leider nicht anschließen können. Aber ich kann euch zeigen, dass anhand von Printscreens, dass wir hier das Google Sheet haben, in welchem die Daten eingetragen werden. Wir haben eine funktionierende Webseite, die würde gehen, wo wir das Skript aufrufen können, das heißt, die Daten können verändert werden. Man kommt auf die Webseite, klickt, der Report kommt zum Vorschein und präsentiert sich in dieser Form, ist noch nicht 1:1 das, was wir als Vorlage hatten, aber das ist alles noch machbar. Man kann zurückgehen, die Excel-Daten ändern und den Report neu aufrufen und die Daten werden geändert. Auch die Textpassagen
passen sich den gegebenen Umständen an. Blick in die Zukunft. Wir haben uns auf die Seite 3, das ist die erste mit relevanten Daten, beschränkt. Natürlich kann man, soll man das auf die ganze Statistik ausweiten. Das ist auch kein Problem, weil die Grundvoraussetzung ist da. Wir müssen es jetzt einfach adaptieren. Zukunft wäre auch, dass man die Daten nicht in einem Google Sheet, sondern auf einer Datenbank, bei der BEDAG zum Beispiel, hostet, dass man ein Webinterface hat, um die Daten einzugeben und schlussendlich Adaptierung auf weitere Berichte. Unser Fazit, so ein Aufwand, den wir jetzt getrieben haben, für das lohnt sich für Reports mit einer hohen Kadenz. Ein Report wie dieser hier, der einmal im Jahr aufgerufen wird, lässt sich fragen, ob das notwendig ist. Reports, die alle Woche, alle Monat aufgerufen werden, da lohnt es sich sicher, wenn wir anstatt einen Tag alle Woche, Monat haben, einfach 5 Minuten haben, um das Ganze zu machen. Man kann sich aber auch überlegen, ob man diese Publikationen auf dem Web und PDF oder via API zur Verfügung stellt, um diese Daten auch sonst nutzen zu können. Dankeschön. Habt ihr noch Fragen? Gibt es Fragen an die Gruppe? Die Frage ist, warum wurde Google Docs benutzt? Also es hat sich für uns einfach angeboten, dass wir das am einfachsten so verbinden können, dass wir live die Daten eigentlich ändern können, und auch uns war wichtig, dass wir das eigentlich auch in der Präsentation live verändern können. Also das war jetzt gerade das Einfachste, warum man wirklich live ändern kann und es sich dann auch gerade der Bericht auch anpasst. Weitere Fragen? Super, dann danke vielmals. Dann zu Gruppe 3, vor Gruppe 4. Gruppe 4 ist dann individuelle Berner Stadtrundgänge. Gruppe 3 hat sich einem sehr wichtigen Problem angenommen. Es interessiert mich sehr, was ihr herausgefunden habt. Genau, wir haben uns mit dem Maß der Anonymisierung befasst, und zwar haben wir geschaut, ob es wirklich möglich ist, personenbezogene Daten so zu anonymisieren, dass man keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen ziehen kann. Die konkrete Fragestellung, der wir nachgegangen sind, war, wie kann technisch nachgewiesen und gemessen werden, dass publizierte Angaben nicht zur Identifikation der davon betroffenen Personen führt? Dazu haben wir einen Datensatz erhalten aus dem Medizinalberufsregister. Viele der Angaben waren im Klartext, aber wir hatten die Vor- und Nachnamen und die genauen Geburtsdaten in einer Hash-Kodierung und die Praxisadressen hatten wir ebenfalls in einer Hash-Kodierung. Also was wir am Schluss im Klartext hatten, waren die ersten 2 Ziffern der Postleitzahl, die Kantone, in denen die Person zur Berufsausübung zugelassen ist, den Fachtitel, die Nationalität. Und was wir auch hatten, war das Geschlecht, was kodiert war in 0 und 1. Wir wussten nicht, was 0 ist und was 1 ist. Und wir konnten individuelle Personen unterscheiden anhand ihrer IDs, auch wenn wir nicht wussten, wie sie heißen. Wir haben uns dann als erstes auf das Geschlecht gestürzt, weil es eine binär kodierte Variable ist. Und wir haben 2 Ansätze verfolgt. Der erste Ansatz war, dass wir eine Korrelation als Identifizierbarkeitsfaktor verwendet haben. Und zwar haben wir angenommen, dass man mit dem Fachtitel einen Schluss auf das Geschlecht einer Person ziehen kann und haben dann die Fachtitel mit dem größten Anteil an Nullen
und den Fachtitel mit dem größten Anteil an Einsen rausgefiltert und konnten dann mit unserem eigenen Wissen daraus schließen, dass 0 für Männer steht und Frauen als 1 kodiert sind. Und ein nächster Schritt wäre dann ein parametrisierbares Tool zum Berechnen von Korrelationen zwischen anderen Variablen. Gleichzeitig haben wir auch händisch versucht, die Leute zu identifizieren. Und zwar haben wir das mit einem Ausschlussverfahren und der Datenkombination gemacht. Wir haben da zunächst einen Kanton genommen, in dem wenige Menschen registriert sind und einen seltenen Fachtitel dazu kombiniert. Das waren Nephrologinnen in Appenzell-Ausserrhoden. Und wir haben dann die anderen Variablen, die wir hatten, verwendet, um mittels öffentlich zugänglicher Informationen, also local.ch, comparis.ch, das Berufsregister und die Webseiten, dass wir da schauen, ob wir die einzelnen Personen finden. Und wir haben tatsächlich innerhalb von etwa 3 Stunden zu zweit 4 Personen eindeutig identifizieren können. Was ist unser Fazit? Unser erstes Fazit ist, mit genügend Zeitaufwand ist es durchaus möglich, diese Personen aus dem Datensatz zu identifizieren. Wir haben auch gesehen, dass der Anonymisierungsgrad davon abhängt, wie groß der Schutzbedarf der Daten ist und wie groß der Aufwand ist, um einzelne Personen in diesem Datensatz ausfindig zu machen. Weiter haben wir auch gemerkt, dass es wirklich ein Abwägen ist zwischen dem Schutz der individuellen Daten und dem Verlust von Information. Anonymisierung bedeutet ein Verlust von Daten und je nachdem, wem diese Daten zugänglich sind und was für einen Zweck damit erfüllt werden soll, macht es mehr oder weniger Sinn, einen stärkeren Anonymisierungsgrad zu wählen. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die Gruppe? Gut, dann vielen Dank. Dann darf ich Gruppe 4 nach vorne bitten, vor Gruppe 5 der ersten Gruppe der nicht versiegelten Flächen. Bei Gruppe 4 hoffe ich sehr persönlich darauf, dass das funktioniert, weil so eine App möchte ich gerne wirklich selber einsetzen. Genau. Wir haben die Challenge der individuellen Berner Stadtspaziergänge uns angenommen. Dafür haben wir von der Stadt Bern und Bern Welcome einen Datensatz erhalten mit Points of Interest in der Region Bern. Aus denen haben wir dann eine Webapplikation entwickelt, mit welcher man aus diesen kulturell interessanten Punkten auswählen kann und schließlich automatisch einen Spaziergang erhält, der all diese Punkte umfasst. Nun zeige ich euch kurz zu unserem Progress ein bisschen und dann wird euch noch Alex über unseren Resultat in Kenntnis setzen. Genau. Ganz am Anfang haben wir einfach die verschiedenen Mobilitätsoptionen als kleines Formular integriert. Dann hat es nach und nach, haben wir dann auch die Daten in die Applikation integriert. Wir haben dafür eine kleine MongoDB-Datenbank mit Backend gemacht. Auch das Design hat sich dann mit der Zeit weiterentwickelt. Und hier seht ihr auch schon, hier werden 2 Punkte ausgewählt. Und sobald 2 Punkte ausgewählt sind, kann man einen individuellen Spaziergang erhalten. Das Resultat sieht dann ungefähr so aus. Man hat eine Karte von Bern, hat verschiedene Punkte und die schwarze Linie zeigt dann den Spaziergang. Genau. Am Ende hat sich das Design noch ein wenig verändert und wir haben hier die coolen Icons und man kann jetzt am Ende auch
spezifisch nach gewissen Points of Interest suchen. Also wenn man zum Beispiel einen unbedingt den Münsterplatz dabei haben möchte, kann man gleich direkt danach suchen. Genau. So, dann hat leider unser Deployment zwar funktioniert, aber nicht das Abfüllen der Points of Interest in die Datenbank, weshalb wir hier nur einen Screencast zeigen können. Und zwar seht ihr jetzt eigentlich den letzten Status von unserem Prototyp, wie man hier verschiedene Points of Interest anklicken kann. Die sind auf verschiedenen Kategorien sortiert. Man sieht auch, welche man ausgewählt hat in einer Liste. Dann gibt es die API von OSRM, die wir genutzt haben, die nimmt verschiedene Parameter an, also zum Beispiel, wo man zu Fuß geht, das habe ich jetzt einmal ausgewählt. Zudem kann man auch, falls man jetzt schon wissen möchte, wo man hingehen möchte, kann man sich auch über die Suche machen oder auch wieder abwählen, falls man doch nicht möchte. Und jetzt kann man auf individuellen Spaziergang erhalten klicken und es wird eine solche Route generiert. Ihr seht, diese Route ist ein bisschen eigenartig, also ja, das ist eine Frage des Algorithmus von dieser API, die wir genutzt haben. Man könnte sich jetzt auch andere Routen vorstellen, wenn man nur die Punkte ansieht. Wenn man auf der Seite noch diese ausgewählten Punkte anklickt, findet man auch noch einzelne Informationen zu diesen Markern und kann auch wieder zurück aufs Menü gehen, wenn man das möchte. So. Und man sieht dann damit auch schon ein bisschen die Limitierung. Wir sind jetzt abhängig von dieser API, welche dann eben diese Parameter annimmt und uns dann mehr oder weniger sinnvolle Wege zurückgibt. Es ist natürlich relativ aufwendig, einen solchen Algorithmus zu programmieren. Trotzdem sind wir froh, haben wir diesen Prototypen und hoffen, dass er weiterverwendet werden kann. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Gibt es Fragen an dieser Gruppe? Ja, gerne. Die Frage war, warum kann man den Fußweg ausschalten? Man kann auch andere Sachen anwählen, zum Beispiel auch das Velo. Das heißt, man könnte auch statt einen Fußweg, könnte man einen Fahrradweg, eine Fahrradroute auswählen. Das ist dann eigentlich ein Parameter, welche die externe API, die wir nutzen, annimmt. Ja, also im Moment ist es so, wir haben jetzt auch noch keine Validierung gemacht auf diesen Punkten. Es muss mindestens etwas, also es muss nur etwas ausgewählt werden. Also wenn man nichts anwählt, kommt nichts. Wenn man dann stattdessen das Fahrrad anwählt, kommt ein Fahrradweg. Vielen Dank an diese Gruppe. Dann zur ersten Gruppe der nicht versiegelten Flächen, bevor dann die zweite Gruppe der nicht versiegelten Flächen kommt. Ihr hattet eine sehr ungünstige Kombination aus einer überraschend großen Datenmenge und zu wenig Zeit. Ja, genau. Vielleicht noch mal kurz etwas über die Challenge an sich. Also es ist ja darum gegangen, dass man die nicht versiegelten Flächen erkennen in der Stadt Bern. Genau, weil ja das Ziel ist, dass man möglichst viele versiegelte Flächen entsiegeln. Das ist so ein politisches Ziel, das man sich gesetzt hat. Dann mal ein bisschen zu den Datenquellen etwas. Also wir haben so Ortofotos, so Luftfotos, Infrarotfotos und auch so LiDAR-Daten gehabt. Relativ früh haben wir uns entschieden, dass wir die LiDAR-Daten eigentlich nicht verwenden wollen, weil es eine riesige Datenmenge ist und die relativ schwierig sind zum nutzbar machen in dieser Zeit. Dann ein bisschen über unsere Story, wie das so vorwärts gegangen ist. Also wir haben mal angefangen, haben die Daten ein bisschen angeschaut. Dann haben wir zuerst unser Plan war, ja komm, wir trainieren das Segmentation-Modell. Hat sich dann schnell herausgestellt, da wäre eigentlich immer noch die Ansicht, das wäre eigentlich die beste Methode, um das Problem super zu lösen. Aber es ist halt auch sehr aufwendig, oder? Und in dieser Zeit halt schwierig zum richtig umsetzen. Und da haben wir dann eigentlich relativ früh quasi einen Planwechsel gemacht und gedacht, ja komm,
wir verwenden auch mal ein trainiertes Modell und wenden jetzt einfach mal auch auf den Datensatz. Das hat einigermaßen, also hat eigentlich nicht wirklich nutzbar gewesen, das Resultat, aber ich zeige es euch halt mal. Und nachher haben wir halt einfach eine klassische Computerwissen-Methode verwendet und mehr oder weniger halt einfach ja, ein einfachere Approaches gewählt, die man halt schnell kann umsetzen kann. Genau. Dann vielleicht ein bisschen etwas zu unserer Lösung. Oder zuerst mal Versuch mit dem Segment Anything Model. Das ist ein Model von Facebook. Das ist ein vortrainiertes Segmentation-Modell. Man sieht hier, das Problem ist halt ein bisschen, es tut quasi alle Objekte, die es erkennt, als eine neue Instanz von etwas segmentieren. Das heisst, man kann da nicht wirklich versiegelte oder nicht versiegelte Objekte erkennen, sondern es tut einfach Sachen erkennen und die segmentieren. Aber ja. Genau, und dann, ja, dann sind wir, das ist jetzt dann der Approach, den wir nachher gewählt haben am Schluss. Das ist das Originalbild. Ihr seht, die nicht versiegelten Fächer sind oft grün. Dann ja, haben wir eigentlich einfach einen grünen Filter benutzt und einfach die grüne Farbe rausgenommen, oder? Und nachher haben wir mit dem Medianfilter quasi kannst du da die einzelnen grünen Pixel, oder? Kannst du ja, wo es nicht ganz weiß ist und ein bisschen grün, kannst du ein bisschen weiß machen dort und dort, wo es grün ist, ein bisschen grüner machen quasi, oder? Einfach so Signal Processing quasi. Das sieht dann so aus, oder? Ja, und dann kann man nachher so Konturen erkennen, oder? Und Flächen schliessen quasi. Dann haben wir das noch gemacht. Sieht es nachher so aus. Genau, und dann haben wir es eigentlich wieder ins GIS hineingeladen dann und ja, um dort die Referenzierung quasi, also Georeferenzierung wieder reinbringen. Ja, dann ist das, ist nicht perfekt, aber wir können auch mal ein bisschen reinzoomen. Das ist jetzt ein Bereich, der eigentlich relativ gut stimmt. Oder? Es hat sogar da haben wir so ein Ding, so ein Pavillon, wo man eigentlich auch herausgefunden hat, dass das jetzt zum Beispiel nicht gut ist. Ja, eben, viele Sachen, Dächer zum Beispiel, sind oft dann auch grün, oder? Obwohl dort nicht versichert und, versickert und eigentlich auch versiegelt ist. Genau. Ja, jetzt erzählt der Michi auch noch etwas zum Outlook. Genau, dass ich sage noch, was man das sonst noch könnte brauchen. Also eben, wie wir gesehen haben, wir können zum Beispiel ein eigenes Segmentierungsmodell trainieren, was wir jetzt eben aus Zeitgründen halt nicht gemacht haben. Wir haben mal angefangen mit dem Labeling, wie die anderen Gruppen auch, und dann aber relativ schnell gemerkt, dass das Labeling halt schon einen grossen Task einnimmt, also das Trainieren vom Modell dann umso mehr. Und was wir in einem weiteren Schritt machen können, wäre noch die weiteren Datenquellen dazuziehen, Strassenkarten und LiDAR. Und man könnte diesen Approach dann natürlich auch brauchen für andere Sachen, wie zum Beispiel Schadenserkennung von Strassenbeleg oder Erkennung von den Gebäudeflächen anstatt der nicht versiegelten Flächen oder auch zum Beispiel Strassenlaternen oder Ampeln zu erkennen. Genau. So, damit sind wir eigentlich am Ende der Zeit. Gibt es noch Fragen? Also, das ist eine gute Frage. Also auf dem, im QGIS, wo du uns gezeigt hast, dort haben wir schon gesehen, dass sie rot, also die Blätter als rot markiert sind. Aber wenn wir dann das angeschaut haben im Code, eigentlich ist das Histogramm sehr speziell gesehen von der Pixel. Also die Werte sind nur von 0 bis 27 gegangen, anstatt bis 255. Aber das wäre sicher etwas, was wir in Zukunft auch noch anschauen können, also wenn wir die LiDAR-Daten geredet, aber deine Frage ist auf die gezielt gesehen. Ja. Die haben wir eben gar nicht beachtet in unserem Ansatz, weil die sind riesig sehr. Aber die Infrarot-Daten zum Beispiel habe ich jetzt vorher auf mich bezogen. Wenn wir die noch brauchen würden, dann wäre es wahrscheinlich viel genauer. Genau. Und LiDAR-Daten sind sowieso, die haben wir von Anfang an eigentlich auf der Seite gelassen. Ja? Also das Ziel ist eben genau, dass man Fläche freigeben und eigentlich entziegeln. Das, wie der Herr vom Tiefbauamt erwähnt hat, das ist ein Ziel, das wir sich gesetzt haben, auch wegen der Temperaturentwicklung. Oder wenn du alles zubetoniert hast, oder
dazu zu mit dir fest, dann reflektiert es auch mehr und dann wird es halt wärmer. Genau. Versiegelt, genau. Genau, macht wieder Grünflächen schlussendlich, ja. Danke. Ja, herzlichen Dank. Dann die zweite Gruppe zu diesem Thema, die nächste dann zu Support Next Level. Ihr habt mir vorhin gesagt, das sei euer erster Hackathon. Ich denke, das Resultat kann sich so oder so sehen lassen. Gut. Ja, danke vielmals. Erstmal ein großes Dankeschön an euch zwei, dass ihr das mit mir mitgemacht habt. Das hat super Spass gemacht. Wir haben da wirklich bis zum Schluss geschafft sind so noch zu was gekommen. Danke, dass ihr vor uns vorgetragen habt. Jetzt kann ich ein bisschen mehr über unseren Approach erzählen. Wir haben tatsächlich gemacht, was ihr habt wollen umgehen. Wir haben wirklich die Sachen gelabelt im Label Studio und ja, den Satz kann ich jetzt behalten, für was ist eigentlich eine versiegelte Fläche. Wir haben ja angenommen, ja, das ist alles, was Wasser nicht natürlich versickern kann. Ah, sorry, Hochdeutsch, ne? Gut, dann über unseren Approach. Wir sind der Ansicht, was ist das Problem bei Data Science ganz oft, was ist das Problem, wenn wir dann neue Daten labeln und neue Daten zu unserem Modell hinfügen wollen, dann müssen wir diese Daten im Griff haben. Und hier seht ihr eine klassische Git Branch, wo neuer Code dazu kommt. Cedric hat gelabelt, wir haben Base Model erstellt und dann wollen wir mit diesem Modell experimentieren. Und ein Tool, das uns das erlaubt hat, ist DVC. Das kann ich euch allen empfehlen. Dann kommt Marius, hat neue Daten und wir kommen dann irgendwann wirklich mal zu unserem ersten Modell. Wir möchten das parametrisiert haben und Experiment nach Experiment abfahren. Aber wir wollen trotzdem irgendwie, dass unser Code noch clean ist und dass wir jederzeit alles reproduzieren können. Dafür verwenden wir genau DVC. Das ist so unser gesamtes Setup. Es hat nicht ganz alles so funktioniert, wie wir das uns vorgestellt haben. Wir haben eben die Daten gelabelt, in die Cloud hochgeladen, dann mit Label Studio verbunden, dort das Labeling gemacht, die Labels wieder runtergeladen, auch versioniert, den Code auf GitHub geladen. Dann wollten wir auch in der Cloud trainieren. Haben leider gemerkt, ja, wir haben gar nicht so viele GPUs zur Verfügung, wie wir gerne hätten, beziehungsweise gar keine. Aber das hätten wir gerne über SkyPilot gemacht und ich habe es so auch schon benutzt, auch ein super Tool. Das war dann unser Setup. Was war dann der momentane Status, was haben wir wirklich gemacht? Wir mussten dann eben, weil wir die Cloud nicht zur Verfügung hatten, auf Google Colab wechseln. Wir haben effektiv ein Unit implementiert bis sehr spät in die Nacht und das dann auf Google Colab getestet. Und ihr seht hier die Test- und Train-Ergebnisse von diesem Netzwerk, die Binary Cross Entropy. Wenn man sich das so anschaut, denkt man erstmal, ja, hat er relativ schnell saturiert. Wir sind dann aber doch ganz positiv überrascht worden. Man sieht nämlich hier die segmentierten Bilder. Ganz links natürlich einfach das Satellitenbild, dann die Predicted Mask, also die Wahrscheinlichkeit, dass etwas eine versiegelte Fläche ist oder nicht und am Schluss ein Overlay von den versiegelten Flächen. Das heißt, eigentlich nach diesem Hackathon, finde wir haben also wirklich jetzt das Bild ist 20 Minuten alt, also wir sind froh, dass wir das noch zeigen können. Es war sehr, sehr knapp von der Zeit, aber ich denke, wir sind jetzt in einem guten Stand, wo wir eigentlich weitermachen könnten und dieses Netzwerk erstmal optimieren, dann vielleicht ein neues Netzwerk ausprobieren. Und ja, ich hoffe, ihr habt die eine oder andere Frage.
Sorry fürs Überziehen. Wenn es keine Fragen gibt, dann ergibt sich vielleicht die Gelegenheit beim Apéro dann noch. Dann bitte ich die Gruppe Support Next Level nach vorne, danach Stadtentwicklung in 3D. Support Next Level, ihr habt heute Morgen noch so Word Clouds veröffentlicht. Eine davon hatte Words zu Supportanfragen zu Drucker beinhaltet. Und dort kamen auf der einen Seite so die üblichen Verdächtigen vor, so Drucker, Turner, Applikationen. Und links hieß dann plötzlich so Frau. Und mich nimmt es jetzt wirklich Wunder, was ihr uns erzählt. Könnt ihr einfach auf eure Projektseite zeigen? Ja, können wir. Also. Ja, dann noch ein herzliches Willkommen von uns. Zuerst habe ich hier unsere Erwartungen, die wir hatten, von den Challenge-Ownern. Das war nämlich die, eigentlich alles wäre möglich gewesen, so am Anfang. Und dann, wenn man ein bisschen tiefer reingeht, auch ja, Interpretation von, und Analysen von eigentlich den Freitext suchen. Und weil jedes Ticket, das es da gibt, hat eigentlich auch die Möglichkeit, ja, man kann etwas reinschreiben. Und wichtig wäre da auch gewesen, ja, zu schauen, was für ein Servicefall es jetzt gewesen wäre. Und ja, die Optimierung wäre eigentlich eines der großen Ziele gewesen und auch der Prognosemöglichkeiten. Jetzt, was haben wir eigentlich herausgenommen? Also wir können jetzt mit pro Standort die wichtigsten Wörter einstellen und anzeigen lassen. Wir haben eine Shiny-App gebaut und diese kann man jetzt auch weiterführen. Der Datensatz wurde analysiert und eben WordClouds haben wir basierend auf diesen Services, die wir haben, angeschaut. Und eben der Prototyp wurde erstellt. Es gibt jetzt ein Dashboard mit drei Tabs. Und ein bisschen die Schwierigkeiten, die jetzt noch waren, sind, dass wir eine reine Textanalyse gemacht haben und diese vielleicht das Mittel von gleichen Fehlern nicht hundertprozentig ermöglicht. Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht gewesen, ein Large Language Model zu benutzen, welches aber den Rahmen der Veranstaltung gesprengt hätte. Und wir haben da hier zwei Beispiele für Word Clouds, wir haben noch mehr. Wenn wir beispielsweise schauen bei der Service CS, also Core Services, da haben wir bei den Hardware meisten Geräte und Laptops und Hardware insgesamt herausgefiltert. Und Bildschirm kam auch noch sehr oft. Bei den Software war es eher Applikation, Installation, das waren die wichtigsten Wörter. Also es gab dann noch mit einem TFIF-Algorithmus, der das eigentlich klassifiziert hat, also ich möchte nicht weiter sagen, ich möchte ein paar Impressionen lieber noch zeigen, so ein paar Bilder, so sieht unsere Shiny App eigentlich noch aus, wir haben da totale Counts und dann die fünf meistgenannten Wörter dazu und jetzt noch schnell kurz zum YouTube-Video. Also ich kann hier vielleicht noch etwas dazu sagen, genau, ich weiß nicht, es ist ein bisschen verpixelt, man sieht jetzt nicht so viel. Wir haben auf der linken Seite jetzt mal drei Filter
Weil von ServiceNow gibt es gewisse Filtermöglichkeiten. Was wir jetzt ergänzt haben, sind eben spezifische Filtermöglichkeiten auf alles Mögliche, wäre auch erweiterbar. Dann eine Map mit den Standorten, von wo kommen überall die Tickets. Und wenn man eben auf einen Standort klickt, sieht man dann die 5 meist vorkommenden Tickets. Und das kann eben auch Frau sein, haben wir festgestellt, weil ein Ticket mit Frau Müller kann nicht beginnt. Da wäre sicher noch eine Datenverarbeitung nötig, dass man solche Wörter, die nichts aussagen, ausschließen kann. Genau, wenn Fragen sind, dürft ihr diese gerne noch stellen. Die Frage ist, von welchem Amt kamen die meisten Support-Anfragen? Könntest du gerne in unserer App überprüfen, wäre nicht so eine Sache. Ich weiß nicht, weiß jemand für euch? Wir haben die spezifischen Daten so nicht genau angeschaut, also ich kann nicht direkt sagen. Dort, was wir sicher sagen können, ist Zentralbayern, dort kommen die meisten Anfragen her. Gegen außen verstreut sich es dann. Genau, die übernächste Gruppe, dann Save the Data, Stadtentwicklung 3D. Ihr könnt schon etwas näher kommen. Ihr habt die Tage mit einem großen Bücherstapel auf den Tischen verbracht. Ihr habt in kürzester Zeit sehr viele Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammengebracht. Ich bin sehr gespannt. Okay, das war dann der Schluss. Okay, herzlich willkommen. Wir werden gleich sehen, ob es funktioniert hat mit der Präsentation oder nicht. Ich glaube, wir hatten noch ein Aktualisierungsproblem, aber es gibt noch ein Backup. Das Thema war, wie gesagt, Stadtentwicklung in 3D. Wir haben uns unsere verschiedenen Daten, die wir hatten, mal angeschaut. Was haben wir überhaupt zur Verfügung? Wir haben einen Perimeter definiert. Offenbar ist es hier mal bereits abgeschnitten. Ja, zoomen wird, glaube ich, schwierig. Wir haben einen Perimeter definiert, wir haben aber auch drei zeitliche Epochen definiert, 1850, 1900, 1925. Hat sich unter anderem auch aufgrund der Datenlage ergeben, dass das günstig auszuwertende Epochen sind. Dann haben wir geschaut, was für Daten haben wir. Wir haben Rasterdaten, das waren vor allem georeferenzierte Stadtpläne von verschiedenen Jahreszahlen. Dann Vektordaten, das waren im Prinzip digitalisierte Bauvorhaben im Sinne von, wir wissen, in einem gewissen Zeitraum wurde auf dieser Fläche etwas Neues gebaut. Ähnliche Daten hatten wir auch, also Flächen mit Informationen zu baulichen Veränderungen, aber nur in Form von Freitext. Und dann haben wir auch noch ein aktuelles dreidimensionales Stadtmodell zur Verfügung in 3D. Wir haben diese Daten versucht zu kumulieren, also in einem Zeitraum beispielsweise alles bis und mit 1800 und dann von 1800 bis 1850 alles aufzusummieren, welche Gebäude in dieser Zeit entstanden sind. Dann mussten eigentlich unsere Leute diese Daten wieder abgleichen mit den Rasterdaten, mit den Plänen und klassifizieren, ja, welche Gebäude sind vielleicht auch wieder abgerissen worden in dieser Zeit, weil diese Daten nicht vektorisiert vorhanden waren. Also das war sozusagen die manuelle Klassifizierung und dann haben wir das noch versucht weiter zu verfeinern mit Regex-Abfragen aus diesen Freitext-Attributen. Das waren eigentlich ganze HTML-Tabellen, die wir verarbeitet haben. Das Ganze schlussendlich in QGIS und genau, jetzt sehen wir leider nicht, wie es weitergeht, weil einfach die Präsentation hier nicht angezeigt werden kann. Tut mir schrecklich leid. ja, ist leider immer noch nicht das, was ich meine. Ich würde einfach gerne den Vollbildmodus der Präsentation beenden, wenn das irgendwie möglich ist. Weil in der Editieransicht...
Genau, so, da sind wir. Hier gibt es doch eine Ansicht, wo wir die restlichen und auch die aktuellen Folien sehen. Vielen Dank. Genau, so haben wir beispielsweise diese Vektordaten angeschaut, also Daten, Gebäude, die entstanden sind, andere, die wieder weg müssen, verschiedene Layer, die wir eben kombiniert haben, schlussendlich in so einem Modelbilder von QGIS. Und unser Ergebnis war zum einen eigentlich eine Karte mit Grundrissen erstmal in 2D von allen Gebäuden zu diesen Epochen, von denen wir ausgehen, dass sie bestanden haben. Diese kann man mit irgendeiner Höheninformation vertikal extrudieren, werdet ihr gleich sehen. Die müsste man irgendwie noch schätzen oder bestimmen. Und wir haben aber eine sehr genaue Liste oder eine, sage ich mal, zumindest genau verlinkte Liste zum aktuellen 3D-Stadtmodell. Das ist ziemlich cool, weil von den Gebäuden, die wir wissen, die gibt es heute immer noch. Diese können wir jetzt aus dem aktuellen Modell bereits perfekt modelliert eigentlich reinziehen und bereits dreidimensional darstellen. Insgesamt sind alle diese Datensätze noch nicht perfekt inhaltlich. Es gibt, wie das immer ist bei historischen Daten, Fehler, Datenlücken und so weiter. Wir haben aber eigentlich den ganzen Workflow auf die Beine gestellt, wie wir eigentlich die ganzen unterschiedlichen Informationen kombinieren können und zum Schluss eigentlich zu einem 3D-Modell kommen, das euch Simon gerne noch kurz vorstellen möchte. Also, ganz kurz. Hier sehen wir jetzt die 3D-Daten visualisiert. In grün sehen wir jetzt zum Beispiel eine Kombination aus den Daten, die jetzt effektiv noch vorhanden sind, 2021, und die Daten, die nicht mehr vorhanden sind, die wir aber noch extrudiert haben. Und die blauen Daten sind jetzt zum Beispiel hier 1850, was dann schon weg war, was aber eigentlich die Informationen, die wir noch hatten. Und dann kann man auch umstellen auf 1900 und 1925 und dann sieht man quasi, wie viel der Stadt, die wir heute kennen, schon damals vorhanden war. Und das ist dann ein 3D-Modell, das man auch online anschauen kann. Genau. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, und sonst auf der Projektseite haben wir noch ganz viele Screenshots. Gibt es Fragen an diese Gruppe? Gut, dann vielen Dank. Ihr habt mir erzählt, ihr habt viel Open-Source-Software eingesetzt. Dafür gibt es noch einen ideellen Goldstern. Ich darf nun die Gruppe Save the Data nach vorne bitten, danach DigiCheck. Save the Data, Bewunderung von mir. Ihr habt euch 2 Tage lang mit einem Konvertierungsproblem auseinandergesetzt. Das macht mich jeweils schon ein bisschen schneller zu schaffen. Genau, für die Challenge Save the Data war das Ziel, DocX zu archivieren, was heute nicht empfohlen wird. Heute wird jedes DocX-Dokument in PDF konvertiert. Und die Voraussetzungen waren dann, dass ein neues DocX erstellt wird und dass dieses neue Dokument kein dynamisches Feld hat, also dass konkret kein automatisches aktualisiertes Datum. Wie wird es gelöst? Dann lasse ich meine Kollegen. Also ja, zuerst zur Struktur von so einem DocX-Datei. Das ist eigentlich wie ein ZIP-File mit so mehreren XML-Daten hauptsächlich. Und dann das Problem war, dass so bei diesen XML-Dinger war oben so wie eine Namespace definiert und dann hat es irgendwie so original im Text sieht das dann so aus, das relevante Tag mit diesem Date-Ding. Und da sieht man so das W-Doppelpunkt, Insert-Text, aber dann im Code hat das irgendwie diese Namespace wie expanded und dann als es das geschrieben hat, hat es so wie eine neue ein neues Tag kreiert jetzt hier, Namespace Zero oder so. Und das hat dann nicht, weil dann konnte man das nicht aufmachen mit dem Word-Ding. Und dann war eigentlich die Lösung, am Schluss war eigentlich ziemlich stumpf, einfach ein Regex und dieses Date einfach ersetzen durch das Create-Date. Und so, dass man eigentlich wirklich nur das wie geändert hat. Ja. Und das hat dann konnte man das File aufmachen und dann anstatt das heutige Datum sieht man das wie das Kreationsdatum der Datei. Ja. Gut, noch etwas zum Tool, was wir gemacht haben.
Ja, unsere Lösung hier ist einfach ein kleiner Screenshot oder ein Video. Ist ein bisschen schnell, aber... Eben, ursprünglich sah man, dass diese dynamischen Felder vom Datum, und dann kann man das einfach so konvertieren und dann ist das konvertiert und die Felder sind nicht mehr dynamisch. Eben, das war einfach so, ja, die Vorgabe, die wir hatten, und das haben wir so gemacht. Und ja, das wären noch unsere Kontaktdaten. Wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch doch gerne. Vielen Dank. Gibt es Fragen an diese Gruppe? Gut, dann merci. Dann die nächste Gruppe. DigiCheck, danach Daten retten Leben. Genau, DigiCheck, ihr habt einen Prototypen gebaut, den ich sehr sinnvoll finde. Nicht nur für SCAIA, sondern dann auch für weitere Institutionen. Genau. Also, wie stark sind deine digitalen Kompetenzen? Genau diese Frage haben wir uns in den letzten 2 Tagen gewidmet und wir haben einen Fragebogen, der die digitalen oder deine digitalen Kompetenzen abfragt, gebaut in einem Frontend und diese dann visualisiert, also die Resultate davon. Der Auftrag ist eigentlich, dass diese dann schlussendlich auf einer Plattform des Kantons Bern zur Verfügung gestellt werden kann, diese DigiCheck. Der Auftrag beinhaltete auch ein entsprechendes Score-Modell zu erstellen, mit einer gewissen Logik dahinter und dann die Resultate aus diesem Fragebogen auszuwerten und zu visualisieren. Ebenfalls, je nach Resultat, das man dann erzielt, bekommt man dann weiterführende Unterlagen, also Empfehlungen, zum Beispiel für spezifische Kurse, die man dann machen könnte. Zum Vorgehen, zuerst haben wir uns ein gemeinsames Verständnis geschaffen, damit wir ja in eine Richtung arbeiten und dann eine entsprechende Logik definiert. Wir haben leider um 2 Uhr gestern am Nachmittag das ganze Projekt wieder einstampfen müssen und neu aufziehen und einfach den Ansatz eines Prototypen verfolgt, anstatt eine Web-Applikation live zu schalten. Wir haben dann die Umfrage im Frontend abgebildet und entsprechende Visualisierungen aufgezogen und dann die Empfehlungen auch bereitgestellt. Ich möchte jetzt sonst gerne in eine Live-Demo gehen. Kann ich so? Also jetzt hat es da wieder funktioniert. Ich hoffe, das Internet kann eine entsprechende Qualität bereitstellen. Genau, das ist so die Startseite. Wir haben ein Profil, das man anlegen kann. Da haben wir jetzt einfach ein Muster genommen. Dann die Umfrage an sich selber. Es sind 38 Fragen in 5 Kategorien. Damit ich jetzt aufgrund der Zeit nicht jede Frage beantworten kann, habe ich das vorausgefüllt. Es hat zur Datenverarbeitung, dann zur Kommunikation 6 Fragen jeweils, dann 8 Fragen zu der Erstellung von Inhalten, das Thema Sicherheit und das problemlose Verhalten. Das sind die 5 Kategorien, die diesen Fragenkatalog ansprechen. Man kann dann die entsprechenden Antwortmöglichkeiten auswählen. Jetzt, ich glaube, noch ein kleiner Fehler des Screencasts, bin ich wieder nach oben gescrollt und dann kann ich die Umfrage speichern und diese beenden. Wenn dann die Daten werden dann in einem persönlichen Ergebnis angezeigt, in einem Diagramm, man sieht den Durchschnitt der Teilnehmenden sowie das eigene persönliche Ergebnis, das man erzielt hat. Wenn es dann weitergeht, gibt es eine kurze Erklärung der Bereiche, der 5 Kategorien, was man denn da überhaupt ja sieht und die Ergebnisse jeweils bei einem Maximalscore von 3 Punkten. Diese Person hat jetzt leider nicht so gut abgeschnitten. Und je nachdem, wie man abschneidet, hat man dann weitere Empfehlungen. Also wenn man fast die maximale Anzahl an Punkten hat, wird keine weiteren Maßnahmen empfohlen. Und wenn man zum Beispiel nur 1 von 3 Punkten erhalten hat, dann werden 4 verschiedene Links angezeigt, wo man dann weiterführende Unterlagen hat. Genau. Jetzt hoffe ich, dass ich da zurückkomme. Schon zu helfen. Merci.
Genau, perfekt. Noch kurz zum Ausblick, was könnte man noch anpassen an dieser Umfrage? Man könnte das Modell den Bedürfnissen des Kantons anpassen, dass zum Beispiel einzelne Fragen eine stärkere Gewichtung erhalten. Dann muss man die Plattform des Kantons wird gegen Ende Jahr entwickelt und dann muss man dann dort den DigiCheck implementieren und es braucht auch noch sicherlich einige Anpassungen im Core bezüglich der eindeutigen Identifizierung des Users. Die haben wir jetzt noch nicht gemacht. Besten Dank und ich bin da sonst da und wir sind gerne da für eure Fragen. Wenn es keine Fragen gibt, dann kommt bitte die Gruppe Daten retten Leben nach vorne. Die letzte Gruppe, die Lageplattform Laienhelfer, kann sich dann auch schon bereithalten. Okay, vielen Dank. Hier noch einmal unser Übungsszenario eigentlich, die Berechnung einer Schadstoffwolke. Das war bereits die Ausgangslage, war eigentlich diese, dass wir das berechnen wollen mit der Entwicklung der Zeit nach einem Ereignis und die Daten darunter darstellen bezüglich der Einwohnerverteilung. Genau, weiter möchte ich gerne Dominik das Wort geben, was wir da ausgebraucht und was vor allem unser Team oder mein Team da fabriziert hat. Nun, was haben wir für Daten? Wem sagt Gerrit etwas? Ah doch, einige. Das sind die Einwohnerdaten der Stadt Bern. Wir haben nicht die Live-Daten verwendet, sondern nur Testdaten. Dann gibt es den GWR, das ist eigentlich das Gebäude-Wohnungsverzeichnis. Ein öffentlicher Datensatz, den kann sich jeder herunterladen, umfasst ungefähr 500.000 Gebäude der Schweiz mit ID und Koordinaten und die Admin-Daten zum Testen. Wir haben die Daten zusammengemappt, damit konnten wir herausfinden, welche Person hat an welchem Ort gewohnt und das haben wir zukünftig für die App verwendet. Unser Ziel war herauszufinden, welcher der Bewohner wäre von der Schadstoffwolke betroffen? Müsste man irgendetwas machen oder ist niemand betroffen? Das wäre auch gut. Vielleicht kurz zum Team. Ich lese das nicht vor. Einfach schon jetzt einen kleinen Dank für euren Einsatz. Gut, was haben wir gemacht? Zuerst, wir haben einmal das gemeinsame Verständnis geklärt, da seht ihr einen Prototyp, das ist unser erster Prototyp auf Papier. Die BFH-Bänder, die haben dabei die Schadstoffwolke deklariert und die Post-its waren die zu rettenden Personen oder Kindergärten. Oben seht ihr noch die Legende, wir haben Wohnungen simuliert, Schulen, Alterswohnheime und Spitäler. Anschließend haben wir das Ganze programmiert und versucht zusammenzubauen. Wir haben hier eine Leaflet-Option genommen. Man kann eigentlich mit der Maus zwei Punkte setzen und dann wird eine Schadstoffwolke in 5 Stunden simuliert, die sich langsam ausbreitet. Anschließend haben wir die Bevölkerungsdaten genommen und einmal zuerst wild verteilt auf die Gebäude. Zusätzlich haben wir einige Filter gesetzt, ich muss weiter, und am Schluss eigentlich einen Prototyp gemacht. Man sieht die Explosion, der Totenkopf zeigt die Windrichtung und die Stärke an und man sieht dann, die schwarzen Punkte sind ältere Personen, die orangen Personen sind kleine Personen und man hat eine Zusammenfassung, wie viele sind betroffen. Haben wir das live? Ja, am Schluss. Am Schluss haben wir es. Okay. Doch, ist es Video. Kannst du die abspielen? Da sehen wir die Live-Demo. Wir sagen jetzt mal, es startet im Rathaus, da geht irgendetwas in die Luft und es zieht Richtung
Bahnhof, das ist der Totenkopf, und wir können jetzt eigentlich in 5 Schritten berechnen, es werden insgesamt 8000 Personen betroffen, davon sind 800 über 75 und 800 unter 10. Das liegt an den Zufallsdaten, die einfach zufällige Altersdaten setzen. Und wir haben eigentlich das ungefähre Ausbreitungsgebiet. So könnt ihr jetzt, Matthew, in der Einsatzzentrale die notigen Schritte vornehmen und versuchen, die Person zu retten. Genau. Es ist mein erstes Mal an so einem Anlass und ich war tief beeindruckt über das Engagement und der Wille, hier etwas zu erreichen von meinem Team. Vielen Dank. Danke dir, Martin. Merci beaucoup. Gibt es noch Fragen? Na doch, doch, da gibt es eine. Genau, die Frage ist, werden bei der Berechnung Wetterdaten einbezogen oder wird das angedacht? Wir haben bewusst diesen Teil ausgelassen, weil es da bereits bestehende Tools gibt, die das berechnen können, ebenfalls mit Stoffeigenschaften, ob die eher Richtung Himmel oder Richtung Boden geben. Diese Tools gibt es bereits, darum haben wir hier nicht den Schwerpunkt darauf gelegt. Genau, das ist eigentlich die gleiche Begründung. Da es diese Tools schon gibt, die Wolke exakt berechnen können, haben wir uns der Einfachheit halber auf eckige Wolken beschränkt. Ja, gut, vielleicht noch eine letzte Frage. Das ist eine gute Frage. Das waren die Parameter, die uns zur Verfügung standen. Herzlichen Dank an dieses Team. Dann das Letzte, bitte. Der Rettungsversuch war... Genau. Sozusagen als Vorlage. Denn nachdem es zum Beispiel zu einer Explosion kommt, muss es natürlich zur Rettung kommen. Und hier hat jetzt diese Gruppe etwas gemacht. Also willkommen zur Challenge Lageplattform Laienhelfer. Das ist die Situation, mit der wir uns jetzt 2 Tage beschäftigt haben. Was passiert? Eine Person hat einen Notfall. Jetzt zählt jede Sekunde. Und wenn wir Glück haben, ist ein First Responder, ein Laienhelfer eingetroffen, bevor im Hintergrund dann die professionellen Rettungskräfte eintreffen. Die gute Botschaft ist, das funktioniert heute schon, in mehreren Fällen täglich. Die Challenge, man kann die Situation aber sicher noch besser lösen, als das heute der Fall ist. Die Situation heute vereinfacht dargestellt ist, die professionellen Rettungskräfte, da gibt es ein detailliertes Lagebild, das die Einsatzzentrale hat. Im Bereich der Laienhelfer hat man fast keine Informationen, das heißt, man weiß nur, welche Personen sich bereit erklärt haben, in einem Einsatzfall erste Hilfe zu leisten. Man weiß aber nicht, wo die sind und ob sie tatsächlich verfügbar sind. Der Ansatz ist dann zu sagen, ja, wir können von den Laienhelfern grundsätzlich via Handy-App Standort und Verfügbarkeit abfragen. Würde uns helfen, einerseits gezielt dann die verfügbaren Laienhelfer zu alarmieren, die tatsächlich da sind und auch verfügbar sind. Und andererseits ein Lagebild zu konstruieren. Das hilft uns einerseits zu beurteilen, wie schaut es aus. Umgekehrt können wir aus dem Lagebild auch Rückschlüsse ziehen und zum Beispiel abhängig von der Lokalisierung der Laienhelfer auch die professionellen Rettungskräfte anders positionieren.
Wir haben uns dann einerseits an die konzeptionelle Seite gemacht, das ist dokumentiert auf Slack, haben uns dann aber vor allem auf die Visualisierung konzentriert, wie das dann konkret ausschauen könnte. Und dafür übergebe ich gerne an dich, Remo. Genau, eigentlich gibt es zwei verschiedene Cases. Ihr müsst euch vorstellen, so würde dann der Monitor aussehen bei der Einsatzleitung. Es gibt zwei verschiedene Cases. Das ist der erste, wenn ein Notfall reinkommt. Das ist der Case, so, jetzt kommt dann der Notfall rein, unvorbereitet. Jetzt dann irgendwann, genau. Es kommt ein Notfall rein, oh, da passiert etwas. Man sieht dann ganz klar auch, wo der dann ist. Man sieht noch ganz kurz ein paar Facts dazu. Und die Einsatzleitung kann dann einfach mit gewissen Filtern setzen und sieht dann ganz klar innerhalb eines zum Beispiel 15-Minuten-Radius außerhalb oder rund um das Ereignis, welche First Responder aufgrund ihrer aktuellen Positionsdaten wirklich verfügbar sind. Und kann dann ganz einfach und schnell die erforderlichen First Responder aufbieten und dass so wirklich keine Sekunde für Leer verloren geht. Genau. Und da gibt es noch der zweite Case eigentlich, wenn kein Notfall vorhanden ist. Das ist der reguläre Betrieb, das ist der vorhin erwähnt wurde. Und das ist der, wenn man Prognosen treffen will, wo sind wie viele Kräfte verfügbar. Das haben wir jetzt mit Heatmaps visualisiert. Und dass man dann auch eine Prognose in die Zukunft ziehen kann und sagen kann, ah, Freitagabend haben wir vielleicht ein wenig, haben wir dort zu viel First Responder, dann können wir Einsatzkräfte woanders hinziehen. Genau. Ja, das muss noch helfen. Genau. Es war sehr einfach für mich als Owner, ein so starkes Team hinter mir zu wissen und neben mir zu wissen. Sie haben das nach einer anfänglichen Forming, Norming, Storming, wie man so schön sagt, haben wir uns sehr schnell eingespielt. Und es geht darum, dass wir die Problematik noch nicht gelöst haben, aber gut visualisiert haben. Ich kann jetzt mit diesen Daten zu meinen Vorgesetzten gehen, Einsatzzentrale, und sagen, hey, wollen wir wirklich in Zukunft sämtliche Laienhelfer immer wieder am morgens um 3 alarmieren, nur damit er erfährt, dich braucht es nicht, du bist zu weit weg, oder wollen wir wirklich zielgerichtet diese Laienhelfer alarmieren, die da tatsächlich auch zum Einsatz kommen. Und ich werde prüfen, ob wir so etwas umsetzen können im professionellen System und hoffe stark, dass ich in einem Jahr meinem Team sagen kann, wir haben es gemacht und vielleicht dann auf etwas anstoßen können. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen an dieses Team? Vielleicht hätte ich es fortgegriffen, aber so wie ich es verstanden habe, wird ja das Handy dann verwendet zum Standort lokalisieren. Sprich, die freiwillige Helfer oder die Weinhelfer müssen sich auch bereit erklären oder müssen sich für den Datenschutz bereit erklären, diese App zu installieren. Genau, das ist der Fall. Wenn man so ins Ausland schaut und auch in der Schweiz gibt es das bereits, also das Datenschutz, die Leute sind ja freiwillig, wollen helfen und insofern ist die Einwilligung zur Lokalisierung eigentlich gegeben. Ja. Also ist dann, ja, ist gängig, dass das so funktioniert. Hier vielleicht noch eine kleine Ergänzung, das ist bewusst, das ist der größte Knackpunkt an diesem Vorhaben, der Datenschutz. Deshalb haben wir uns hier auf Fake-Daten konzentriert. Ein Ansatz wäre sicher, die Lokalisierungsdaten entsprechend nicht immer zu aktualisieren, schon nur zugunsten des Handy-Akkus. Also beispielsweise ein freiwilliger Helfer sagt, ja, ich bin dabei, ich lasse mich orten. Das Ortungssignal kommt, wird dann aber technisch verfälscht. Das heißt, es wird ein Radius von 1 Kilometer beispielsweise gesetzt und nur alle halbe Stunde oder so verstärkt. Also wir brauchen ja auch nicht für die Übersicht 100% Jetzt-Daten, das haben wir bei den Professionellen, bei den Laien reicht eine ungefähre Menge, weil im Alarmfall
wird ja dann die genaue Position festgestellt. Herzlichen Dank an alle für eure Vorträge. Ich denke, das ist ein Gesamtapplaus für diese super Leistungen wert. So, jetzt kannst du da bleiben. Gerne übergebe ich jetzt das Wort an Oleg. Er wird euch über die nächsten Hackdays etwas sagen und dann übergebe ich sehr gerne das Wort zurück an André Gollier, der dann die Schlussworte halten darf. Genau, vielen Dank. Mein Name ist Oleg Dabrowski, Vorstand OpenData.ch. Vielen Dank an alle für die ganz tolle Leistung die letzten 24 Stunden, oder eher 32 Stunden, denn ich hier war. Für alle weiteren Feedbacks, also wir, erstens die Resultate sind auf den Hack-Plattformen, das befindet sich auf der Webseite datahackdsbe.ch. Ihr könnt es erreichen über die Challenge-Link. Ihr könnt dort direkt auch Kommentare einander lassen, aber natürlich auch im Apero weitere Fragen stellen. Und wir wollen, dass ihr als Community in Kontakt bleiben. Dafür bilden wir eine Open Data Präsenz in der ganzen Schweiz. Und an unserem nächsten Anlass, 16. Juni, haben wir das Jahreskongress. Ihr seid sehr herzlich willkommen auf Zürich dieses Mal. Wir waren schon letztens in Bern, sind auf Zürich gegangen. Und dort werden wir froh, wenn ihr Anregungen habt. Ich habe ein Brett drunter, ihr könnt Themen anschreiben. Vielleicht wollt ihr euer Projekt nochmals zeigen. Das im Moment ist alles, das steht offen für euch. Und natürlich den nächsten Hackathon, weil jetzt, wenn wir am Ende kommen, so gut gehackt, denken wir schon vielleicht auf das Nächste. Und zwar, wir haben die Ehre, zusammen mit der Universal Postal Union das Postal Data Hackathon zum ersten Mal durchzuführen in Bern in etwa anderthalb Monaten Zeit. Das wird ein sehr spannender internationaler Anlass sein mit vielen Gäste vom ganzen Welt. Ihr müsst aber euch bis morgen anmelden. Das ist Anmeldeschluss ist schon morgen, falls ihr euch beteiligen möchtet. Und dann weiterhin geht es mit dem regulären jährlichen Bern Hackt Event in Marzili. Das findet im Ende August hier statt, auch mit großer Unterstützung der Berner Fachhochschule und anderen bekannten Organisationen. Die Energy Data Hack Days sind auch eine langjährige Vereinsaktivität für uns, wo wir auf Thema Energieversorgung und Nutzung konzentrieren. Das findet zusammen mit die Energy Day Cluster in Brugg statt im Ende September. Und Ende September sind wir in Genf bei der Ethnographischen Museum für das Glam Hack, das Open Cultural Data Event. Sehr anliegend sind all die Themen mit Archivdaten und so weiter. Also bitte nutzt das Plattform, um euch hier vernetzen und denkt daran, dass die Interesse ist breit für eure Leistungen. Danke vielmals. Okay. Ja, vielen Dank. Wir sind noch nicht ganz fertig, aber bald. Wir hatten gestern den Grossratspräsidenten, Herrn Martin Schlupp, hier, oder? Er hat die Eröffnung gemacht, oder? Jetzt bin ich froh, er ist auch wieder bei uns, oder? Er hat uns versprochen, ein kurzes Feedback. Und anschließend sind wir natürlich sehr glücklich, dass Regierungsrätin Frau Bertschi hier ist, oder? Für ihre Eindrücke und dann das Schlusswort. Ich glaube, ich gebe zuerst Ihnen nochmal, Herr Schlupp, das Wort hier für ein kurzes Feedback zu dem, was Sie jetzt in den letzten circa 80 Minuten gesehen haben. Ja, besten Dank. Wir haben es ja jetzt gesehen, es sind sehr eindrückliche Sachen entstanden in diesen 48 Stunden. Für mich ist immer auch wichtig, das sind jetzt Anfänge, es sind Möglichkeiten gezeigt worden, Grundideen sage ich, einigen Orten geht man auch sehr ins Detail, aber wie es so oft ist, auch in der Verwaltung, in der Politik, man muss schlussendlich, ich komme wieder zum Bauern zurück, die PS auf den Boden bringen, sonst bringen uns alle Daten nichts. Und ich glaube, da ist noch viel Arbeit,
Das hier ist super Vorarbeit, aber nachher kommt eben kommen die grossen Knacknüsse und das Dranbleiben, damit wir das als Menschen eben positiv nutzen können. Ich habe gestern auch gesagt, ich denke sehr oft bei Hackdays, kommt mir immer zuerst das Hacken in den Sinn. Das ist ja auch ein Hacken auf eine Art, aber man kann die Daten eben positiv oder negativ nutzen. Und das Ziel sollte ja sein, dass die Menschheit von dem profitieren kann und wir uns das Leben erleichtern oder verbessern können. In dem Sinn ganz herzlichen Dank euch allen hier für dieses, wie ich gesehen habe, sehr aktive Mitmachen und alles Gute für die Zukunft. Besten Dank. Vielen Dank, Herr Schlupp. Ja. Und dann bitte ich jetzt Frau Regierungsrätin Bertschi hier an Seidenfeld. Vielen Dank. Ja, ich bin beeindruckt. Es ist sicher nicht ganz geschickt, die Politiker zuletzt reden zu lassen, wenn alle dann ins Apero wollen. Aber ich verspreche Ihnen, ich mache es kurz. Ich bin wirklich beeindruckt. Ich hatte jetzt einen Einblick, zuerst bei einzelnen Gruppen kurz bilateral und jetzt diese Präsentationen. Ich gehöre nicht zu den Digital Natives und ich gebe zu, ich habe auch sehr wenig davon verstanden, was sie eigentlich gemacht haben. Ich sehe einfach die Resultate und das ist, finde ich, richtig cool. Ich finde es toll, dass Sie hier 2 Tage lang Ihr Wissen, Ihre Fähigkeiten zusammengetan haben, um solche Challenges anzunehmen und zu bearbeiten. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie das auf sich genommen haben, dass Sie Teams gebildet haben, die offenbar wirklich gut funktioniert haben. Teamarbeit ist immer gut. Ich sage immer, die ganze Schwarmintelligenz soll man nutzen. Und ja, vielen Dank für Ihre Arbeit, für Ihr Engagement und weiterhin alles Gute. Vielen Dank, Frau Bertschi. Und damit sind wir eben fast am Schluss, oder? Was wir jetzt noch gern tun möchten, oder, ist eigentlich ein gemeinsames Bild. Ich bitte dazu, alle nach vorne zu kommen, oder? Und ich bedanke mich auch von meiner Seite ganz herzlich bei euch allen für diese großartigen Data Hack Days. Vielen Dank.